Und damit heißt es auch in dieser Woche wieder hoch die Hände, Wochenende. Herzlich willkommen in der Freitagsfolge der Farming Nerds. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mittlerweile kurz vor 4 in Italien. Und ja, weiter geht's mit unseren Aufträgen. Wie ihr seht, ich bin mit dem Deutz zum Händler gefahren und habe einen gemieteten Heuwender oder Wender, Zetter heißt das, glaube ich, aufgenommen, werde mich damit jetzt zum Feld aufmachen und ja, dann geht es weiter im schönen Italien. Mit dabei, auch in dieser Woche, natürlich Heidi und Flo und der Tobi. Hi! Upsi. Ja, und Grüße natürlich von Bonkers, der ist immer noch unterwegs und lernt für seine Prüfung in der Fliegerei. Das ist auch umfangreich, lässt euch natürlich schön grüßen und ist hoffentlich in ja von jetzt ab anderthalb Wochen wieder mit dabei, aber ich denke mal ganz sicher. Ja, wie der Stand der Dinge ist, ihr wisst, das klären wir immer am Anfang einer Folge und deswegen geht's rüber zu Flo. Hi! Peinlich. Ne, ich quäle mich hier und lade die, oh Gott, ich wollte sagen die letzten, aber wenn man sieht, das sind noch einige Fahrten von den Silageballen vom Feld Nummer 2 auf. Und fahr die alle zur BGA, zur Vendita Foraggi. Genau. Und das wird mir dann, glaube ich, auch bevorstehen, wenn Tobi da das Heu gewendet hat, oder? Ja, erstmal müssen wir wieder Bahnen ziehen, dann müssen wir Ballen machen und dann geht's wieder los mit Wegfahren, ne? Ja. Ich versuche mich natürlich ranzuhalten und knete da jetzt hier gerade mit 63 Galeschen über die Karte. Mal sehen, ob ich auch an allem einigermaßen fehlerfrei vorbeikomme. Hauptsache, es leckt nicht und jetzt kommt auch kein Zug. Das wäre auch wieder verheerend. Nein, ging gut glücklich weiter. Ja, damit können wir mal aufs Feld 33 gucken. Da ist Heidi unterwegs. Guten Tag. Hallöchen. Ich habe nur das Feld gewechselt, aber nicht, also nicht das Tätigkeitsfeld, sondern nur das Feld. Kartoffeln. Mein Thema seit mehreren Wochen ist Kartoffeln. Und ja, wie gesagt, jetzt versuche ich schnell 33 leer zu ziehen, damit wir weiter mit dem Thema Drescher kommen. Ja, mit ein bisschen Glück, ich denke mal in Richtung nächste Woche, ne, können wir darüber nachdenken. Aktueller Stand auf dem Konto 202.000 Euro. Und wir wollen ja noch, noch ein bisschen was dazu verdienen mit den Kartoffeln und unserem aktuellen Grasfeld, das könnte was werden. Oh, warte mal, ich gehe mal vom Gas, da kommt nämlich der Flo raus. Ne, fahr da durch hier. Okay. Also ich würde auch sagen, dass es nächste Woche wird, weil dafür ist es einfach wieder zu groß. Es ist zwar nicht so groß wie die 18, aber auch kein kleines Feld. Ja. Das sehe ich auch so. So, und jetzt entfalten sich hier gerade hinter mir 13 Meter Spannweite. Dieses Heu pendeln. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ein bisschen Angst habe ich schon. Aber wir probieren es einfach mal aus und machen jetzt aus dem hellgrünen, dunkelgrünes Gras im ersten Durchgang. Und wir müssen zweimal, ne? Glaube ich. Ich glaube ja. Drüber. Also beim Auftrag steht es ja nicht direkt drin, oder? Warte mal. Was wollen sie denn? Heu wollen sie, ne? Zum Mähen und Ballenpress schneide das Gras auf Feld 5, trockne es danach mit einem Wender und presse das zu Ballen zusammen, bringe den Ballen dann nach, also steht nur Ballenpress. Ja, aber ich glaube, das war dieses mit dem zweimal drüber fahren, damit aus dem Dunklen dann wieder helles Gras wird. Beziehungsweise, ich kann ja gleich mal gucken, es wird ja, wenn man dann drauf rumläuft, wird es ja angezeigt, welchen Grad. Ja. Man weil da steht hat halt nur Ballen, ne? Nicht irgendwie Heu oder Strohballen oder so. Ich weiß es nicht. Heißt, wir hätten gar nicht so einen Aufriss machen müssen? Na doch, da, also wenden musst du ja, das steht ja da im Auftrag. Also liest doch selber nochmal nach oder Heidi oder so, aber. Warte, wenn ich die nächste Spur mache, könnte ich mal drüber lesen. Da steht was von Wenden, ne? Aber es steht halt nur Ballen und irgendwie nicht Strohballen. Deshalb weiß ich nicht, ob du jetzt einmal oder zweimal. Hm.
So, stellen wir uns hier mal hin. Müsste ja GPS-mäßig. Da müssen wir ein bisschen Leider was verändern. Das Gras. Presse das Gras zu Ballen und wickle es ein. Nein, ist falsch. Lass das runter. Ich war beim falschen Feld. Schneide das Gras auf. Trockne es danach mit dem Wender und presse es zu Ballen. Bringe die Ballen hierher. Mähen und Ballen pressen. Ist ja wirklich ein bisschen blöd. Also wirklich klar wird es nicht, wa? Nee. Naja, aber wir können ja mal gucken, was der nach einmal wenden, was dann da steht bei dem Gras. Genau, jetzt hatten wir, was war es? 20%. Also ich meinte, wenn du darüber läufst, ob dann da steht irgendwie 50% trocken oder so, dann wäre ja relativ sicher, dass man das nochmal wenden muss. Mhm. Aber wenn da dann steht irgendwie trockenes Gras und nicht Heu oder so, dann würde ich mal versuchen, einen zu pressen und zu verkaufen. Oh, es steht jetzt da, Fruchtart Gras abgeerntet. Steht da nicht. Nee. Aber nee, ich glaube, auf der Karte kann man sehen, ne? So, wo bin ich? Da bin ich. Feld Nummer 5. Tja. Benötigt Kalk. Und beim Thema Wachstum wird klar nichts angezeigt. Naja, das ist ja schon gemäht. Also ja, nichts. Warte mal. Einfach zweimal drüber, was soll's. Okay. Oder man guckt halt, ob der... kann es sein, dass der Ballenpresser sich weigert, einen Ballen das zu könnte machen? Sein. Ja. Das könnte sein, dass der das unter Umständen... Könnte man auch nochmal gucken. Ja. Na, aber kannst du nicht angewelltes Gras auch pressen? Naja, das wäre die Frage. Ach komm, Leute, also das geht so schnell. Ich fahre da zweimal drüber, dann ist gut. Ja, weil wir den Großen genommen haben. Ja, ihr seid so schlau. Ja. Uiuiui, da kam auf einmal ein Zug. Da waren aber auch nur noch wenige Zentimeter Platz. Wahnsinnig viel Unkraut auf diesem Feld. Ja, nicht unsers. Nee, aber die Frage ist, ist der Ertrag da nicht trotzdem wichtig? Auch so. Bei so Aufträgen? Naja gut, wir können ja nicht vorher noch düngen fahren, also bevor wir ernten, es bringt ja eh nichts mehr dann. Nee, es bringt nichts mehr, aber die Frage ist, Entschuldigung, ob man sich wie so viel vorher angucken. Ist Heidi, ist die Frage. Ja, genau. Wie muss man sich vorher vielleicht die Felder noch angucken? Ich glaube nicht. Nee, ich würde mal behaupten, das ist unser Auftrag, 1% von dem möglichen Ertrag, den du da gerade rausholen kannst, nicht von dem, den man machen könnte, wenn man da das Unkraut entfernt hätte und mehr gedüngt oder so. Ich denke, ich bin, es war jetzt zu viel gedacht, ne? Das wäre der Pro-Modus, der, wenn du das auf Farming-Simulator auf Extreme spielen würdest, ja. Gibt's sowas? Der sogenannte Heidi-Modus, das ist das. Ja, genau. Also nicht, dass es dem nicht geben würde, wahrscheinlich. Na, wenn ich überlege, dass VW schon eine ganze Autoserie nach Heidi benannt hat. Was? Ja. Kennst du nicht den neuen Heidi 3? Ja. Ne, das war noch zu neu, die kannte ich noch nicht, ja. Ja, aber tatsächlich reagiert der auf Heidi, der Wagen. Der hat ja auch so ein Sprachsteuerungsding und Freunde von uns haben sich ein ID3 gekauft. Habt ihr probiert oder was? Der heißt jetzt Heidi, weil der reagiert auf Heidi, mach mal Musik lauter. Ach so, habt ihr es durch Zufall, weil ihr dann Heidi gesagt habt und dann der so, was willst du von mir? Nee, er hat es ausprobiert und
er hat immer ID gesagt. Und dann war wohl irgendwie von der Tochter, der Sohn, der ist irgendwie anderthalb oder so. Der war mit dem Auto und hat Heidi Heidi gerufen und das Auto hat reagiert. Ne? Und seitdem heißt die Beule Heidi. Geil. Ja, wenn du dann auch Lizenzgebühren dafür nimmst, Heidi? Ja, ich habe schon einen Brief geschrieben, aber bisher haben sie noch nicht geantwortet. Dann ich denke, die beraten sich. Habe ich ausgesorgt. Die Überweisung ist noch ausstehend. Richtig. Mhm. Wir sind da guter Dinge. Ja, genau. Aber No News von VW sind wahrscheinlich Good News, ne? Ja, ja, stimmt. Wenn man sich da... Sind die eigentlich mit diesem Dieselverfahren durch? Ja, ich meine ja, also VW hat ja keine Probleme. Ein paar tausend Autofahrer sind entschädigt worden. Und die anderen gucken in die lange Röhre, denke ich mal. Also, bei VW selber ist nichts passiert. Die mussten ja noch nicht mal Strafen zahlen. In Deutschland. Eigentlich auch krass, ne? Ja, willkommen in Deutschland. In Amerika sind sie nicht so glimpflich davon gekommen. Da ist ja dieser Amerika-Leiter oder wie man den da halt nennt, der sitzt ja im Knast. Er sitzt richtig im Knast? Den haben sie eingebuchtet. Akute Fluchtgefahr nach Deutschland. Aber ist der nicht wieder frei inzwischen? Nee, also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Okay. Ja. Die kennen da nichts. Nö. Ja, wenn du ein Staat bist und die wollen von dir Geld, da kennen die auch nichts. Die kommen sich das holen. Also musst du noch nicht mal hinbringen. Naja, bist mal ganz ehrlich, irgendwann ist ja auch leer. Da sitzt du auf der Straße und hast halt nichts mehr. Ja. Das würde im Fall von uns Deutschen nicht wirklich was bedeuten. Wir zahlen noch die nächsten 100 Millionen Jahre. Aber nur, wenn du klein bist. Ja. So Leute wie zum Beispiel der Maschmeyer und sowas, wie die abgeranzt haben da damals. Zahlt der noch was? Nee, dem geht's gut. Nee, dem geht's prima. Der hat keine Probleme. Nee, gezahlt hat der kleine Mann. Das ist ein sauer erspartes Geld bei ihm eingesetzt hat. Ja, ehrlich gesagt müsste man sich eigentlich mal einen Tag lang am Flughafen in Berlin einfach in den Sicherheitsbereich setzen. Ohne zu fragen. Und wenn einer meckert, dann sagen, du, pass mal auf, das hab ich hier bezahlt. Das waren meine Steuermilliarden. Ich glaube, ich hab den Kartoffel-LKW voll gemacht. Igitt. Voll Heidi. Wer macht den jetzt wieder sauber? Dann halte ich mal an. Das war doch das Batman-Zeichen für mich. Ja, genau. 1% passt da rein. 1%? Ja, war jetzt aber los. Tut mir leid. Kommst du da um die Kurve oder was machst du? Ich wollte ja. Wie, willst du auch die Kurve fahren? Fahr die einfach hinterher. So, dann lassen wir hier mal den Kollegen noch vorbei. Mann, oh Mann, das ist aber auch, also so klein ist die Wiese hier nicht. Dauert wieder. Ja, sei froh, dass wir den großen benahmen. Naja, am Ende des Tages hast du recht. Danke, das tut meiner Seele gut, dass du das gesagt hast. Apropos BER, habe ich letztens wieder lustige Sachen erlebt. Ach, nämlich bist du... Als ich zur Arbeit wollte. Ach so. Ich wollte Fahrstühle hochfahren, ne, zum Terminal, zum Check-in.
drückst auf die Knöpfe, nimmt mein Drücken nicht an, die leuchten ja dann so auf. Ich so, was ist los? Guck hoch auf dem Display, so zwei von diesen, wie heißt das denn? Piktogramm. Also Schilder, wie heißt das? Einfahrtverbotenschilder. Ich so, okay, gut, beide außer Betrieb, dann nimmst du halt die Treppen, Rolltreppen, dauert halt ein bisschen länger, bis du oben bist. Und dann komme ich so bei der Ebene unter dem, die Check-in-Ebene ist ja ganz oben, in der Ebene darunter an. Und auf einmal Absperrband, überall steht Bundespolizei, ganze Check-in-Halle gesperrt, weil da herrenloser Koffer und die den erst entschärfen oder angucken. Ach, warst du damit da dabei? Na, ich war nicht, also dabei war ich nicht, aber nebendran, ja. Aber wie geil, das war doch der Tag, wo irgendwie hunderte von Leuten ihre Flüge verpasst haben. War das nicht? Nee, war das nicht, gab nochmal was. Feueralarm, oder? Ich glaube, Feueralarm war schlimmer vom Chaos her. Ich weiß nicht, wie lange das schon gesperrt war. Ich habe dann versucht, wenn man nur Handgepäck hatte, hätte man durch diese, also es gibt dann noch so Nebensicherheitskontrollen am Hauptterminal, ja. Die waren noch offen, aber ich musste den Koffer aufgeben. Dann habe ich da hin und her probiert, dann hatte der Sperrgepäckschalter noch offen und habe ich probiert, da meinen Koffer aufzugeben, aber ich hatte ja noch nicht so ein Kofferlabel und das stimmt. Er kann keine Kofferlabel drucken. Dann habe ich geguckt, was machst du? In diesen Nebenhallen war nur Check-in für Ryanair und Wizz Air. Die können natürlich was anderes, konnten die jetzt spontan nicht einchecken, aber es gibt ja auch so Automaten, ne, wo du einchecken kannst. Habe ich geguckt. Auf dem Automaten sind auch die Logos von verschiedenen Airlines drauf, ja, irgendwie Lufthansa, Austrian und so weiter. Allerdings sind die anscheinend nicht freigeschaltet. Also ich habe da meine Bordkarte draufgelegt und dann steht da, ja, Automat ist nicht für die Airline freigeschaltet, obwohl das Logo da drauf war. Da habe ich die Mitarbeiter gefragt, ja, nur die in der Haupthalle oder da, wo die Check-ins für die Airline sind, sind dafür freigeschaltet, was halt ein bisschen dumm ist. Aber also konnte ich den Koffer nicht aufgeben. Glücklicherweise hat es, nachdem ich da war, hat es nur eine halbe Stunde gedauert. Ach Gott, ich bin falsch gefahren. Hat es nur eine halbe Stunde gedauert. Und dann bin ich da relativ schnell da durchgepeitscht und der Flieger war eine Viertelstunde verspätet. Aber ich bin mitgekommen und es war relativ, also dafür, dass das so eine halbe Bombenentschärfung war und so, war das relativ, bin ich gut weggekommen. Ja. Aber war spannend. Wie ist das eigentlich? Fliegst du in Uniform zum Dienst oder als Zivil? Ach, nee. Da gibt es ja viele, die... gibt Leute, die das machen, ja. Aber da habe ich keine Lust drauf. Also ich hole mir da nichts raus, dass ich da in meiner Freizeit dann noch in Uniform rumlaufe. Erstmal gucken die Leute dich dann immer an und dann musst du dich extra gut benehmen, ne? Da reise ich lieber inkognito. Naja. Außer das nicht zu vermeiden, aber also ich habe das jetzt so geschafft, dass ich in mein Handgepäck da die Uniform reinkriege, außer das Sakko, so dass ich auch, wenn der Koffer nicht mitkommt, einsatzbereit wäre. Ja, von daher habe ich die eigentlich meistens. Also wo ich, der einzige Fall, wo ich die vielleicht noch anhabe, ist, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin und ich den ganz knapp nur den allerletzten Flieger erwischen muss. Ja, gut. Und ich keine Zeit mehr habe, mich umzuziehen. Aber ansonsten versuche ich das immer zu vermeiden. Ja, es gibt ja welche, die so Geltungsbewusstsein haben, die dann unbedingt da in Uniform. Ja, ich meine, teilweise, sag ich mal so, wenn ich fahre ja jetzt hier auch in Berlin dann noch einiges durch die Stadt mit den Öffis. Ja. Und ich sag mal, weiß nicht, wenn ich jetzt mit einem Auto zum Flughafen fahren würde, dann wäre das eventuell noch was anderes. Ich meine, du brauchst schon Platz, um das in dein Handgepäck zu bekommen, die Uniform. Mhm. Ne? Und dann ist es vielleicht schon praktischer, wenn dann sagen manche, okay, ich zieh's halt einfach an. Ne? Aber ich glaube, es gibt halt auch einige, die das da irgendwie gerne durch die Gegend tragen. Ne? Manche gehen ja dann noch einkaufen irgendwie nach der Arbeit mit und wollen, so. Oh, was ist denn hier los? Wollen gerne gesehen werden. Oh, Entschuldigung, ich massiere gerade die Straße. Ja.
Ja, und ob die Farming-Nerds Uniform bei der Arbeit tragen, also hier auf den Feldern oder nicht, das könnt ihr rausfinden in der nächsten und neuen Woche bei den Nerds. Und die beginnt, wie so oft auch in Deutschland, Montag. Ja, überraschend, ich weiß. Aber manchmal ist das halt so, nicht wahr? Hm. Bis dahin, haut da rinne, lasst uns gerne ein Abo da, Abo Dhabi, oder aber auch einen Like und einen blauen Daumen. Und wer Lust hat, bei den Farming Nerds mal mitzuspielen, weil er sagt, hey, wow, da habe ich auch mal Bock drauf, auf das, was die machen, der kann sich informieren auf www.farming-nerds.de. Bis dahin, mein Spruch, haut da rinne und bis am Montag. Schönes Wochenende, tschüss. Ciao, macht's gut. See. See. Tschüssi. 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 Adios.